Viele Menschen haben einen Erfahrungsglauben. Erfahrungsglauben. Das heißt, sie passen ihren Glauben ihren Erfahrungen an. Das, was sie erfahren, darauf basiert ihr Glaube. Das ist keine gute Sache. Und ich möchte dir auch erklären, warum. Schau, nehmen wir beispielsweise Heilung. Ein Mensch betet für Heilung. Und er meint es ernst und er bleibt auch dran und er ist auch hingegeben und er betet und erwartet, dass der Herr eingreift. Aber nach einiger Zeit stellt er fest, es ist nicht so gekommen, wie er sich das gedacht hat. Es ist nicht so gekommen, wie er sich das gewünscht oder erhofft hat, wie er gebetet hat. Irgendwie hat es so nicht funktioniert. Und dann sagt er, es hat nicht funktioniert. Es gilt nicht für mich. Das ist etwas, was nicht passiert ist in meinem Leben. Ich erfahre nicht, dass diese Verheißung bei mir funktioniert. Und dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, das gilt nicht für mich. Oder, was noch viel schlimmer ist, wenn man sagt, das gilt überhaupt nicht mehr. Das gilt für niemanden. Das gilt heute nicht mehr. Diese Zusage der Bibel gilt heute nicht mehr. Die galt vielleicht früher einmal, vielleicht zur Zeit der Apostel. Heute gilt das nicht mehr. Warum? Weil wir es nicht so erfahren haben. Wir haben es probiert und es hat nicht funktioniert. Wir erfahren es nicht. Der Glaube beruht auf dem, was wir erfahren haben, erlebt haben und nicht auf dem Wort Gottes. Und das ist eine wirklich, wirklich gefährliche Sache. Weißt du, das, was du fühlst, das, was du denkst, das, was du erfährst, ist nicht die Wahrheit in dem Sinne, wie die Bibel Wahrheit definiert. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und das, was dort steht, ist die Wahrheit. Und das, was du empfindest oder erfährst, ist erstmal zweitrangig. Basis deines Glaubens muss das Wort Gottes sein. Und wenn dort etwas drinsteht, dann ist das die Wahrheit. Und wenn du es in deinem Leben noch nicht erfahren hast, dann darfst du niemals den Fehler begehen, deine Erfahrung über das Wort Gottes zu stellen. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist ewig. Es ist völlig unveränderlich. Es verändert sich in keiner Weise. Die Bibel sagt beispielsweise, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Oder er sagt, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Und Petrus schreibt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das heißt, das Wort verändert sich nicht. Das Wort ist die Wahrheit. Das Wort hat Bestand. Das Wort ist ewig. Nicht das, was du erfährst oder erlebst oder dir zusammenreimst, warum irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Lass dich nicht von irgendeinem Erfahrungsglauben leiten, weder von dir noch von irgendwelchen anderen Leuten, die irgendwas nicht erfahren haben, sondern nimm das Wort Gottes und sag, das, was da steht, das beanspruche ich für mich. Das gilt für mich. Das ist das, was der Herr mir zusagt. Lass deinen Glauben nicht auf Erfahrung oder Menschenlehre oder sonst was beruhen, sondern allein auf dem Wort Gottes. Und ich glaube, wenn du das tust, dann wirst du entdecken, Gott hat viel mehr für dich.